Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 30. August. Gut, und wir beginnen am heutigen Mittwoch direkt wieder mit dem S&P 500 im hier vorliegenden Tagesschart, wo wir am Vortag den 50er und 10er EMA nachhaltig überwinden konnten. Wir konnten kräftig ansteigen und letztendlich hier mit dieser sehr langen bullischen Tageskerze aus dem Handel gehen, sowie erneut hier aus der Ichimoku-Wolke nach oben ausbrechen und damit ein weiteres Long-Signal generieren. Vorbürstlich notieren wir aktuell am heutigen Mittwochmorgen im Bereich von 4.500 Punkten, etwas darüber, aktuell direkt bei 4.508 Punkten. Solange wir hier über der Marke von 4.500 Punkten notieren, wäre dann mit einem weiteren Hochlauf zu rechnen. Zum Widerstand bei 4.530 Punkten, darüber dann zum nächst höheren Widerstand bei 4.560 Punkten. Gut, wir machen dann weiter mit dem DAX im hier vorliegenden Tageschart. Auch hier sind wir über den 50er EMA und den Widerstandsbereich bei 15.900 Punkten nach oben ausgebrochen, ebenfalls mit einer sehr bullischen Tageskerze aus dem Handel gegangen und auch knapp über die Ichimoku-Wolke angestiegen im Tageschart, die hier aktuell sehr dünn ist, und haben damit ebenfalls ein weiteres Long-Signal generiert. Solange wir nun über der Marke von 15.900 Punkten bleiben, die nach dem Durchbruch vom Widerstand zur Unterstützung gedreht ist und auch hier weiterhin durch den 50er EMA verstärkt wird, ist dann eher mit weiter steigenden Kursen Richtung 16.000 Punkte zu rechnen. Über 16.000 Punkten wäre dann die nächste Marke im Bereich von 16.050 Punkten, darüber dann der nächst wichtige Widerstand bei 16.200 Punkten. Rutschen wir doch wieder nach unten ab und fallen unter die Unterstützung bei 15.900 Punkten und den 50er EMA, sollte die Korrektur höchstwahrscheinlich bereits wieder hier im Bereich um den 10er EMA auslaufen, der sich aktuell bei 15.775 Punkten befindet. Gut, und abschließend kommen wir zu den Markierungslinien vom Vortag. Da lag der Short-Bereich zwischen 15.880 und 15.930 Punkten. Das hatte nicht geklappt. Wir sind zunächst hier zum 50er EMA angestiegen, dann wieder zurückgefallen, aber dann erneut angestiegen und letztendlich dann durch die Stärke in den USA, durch den Impuls aus New York kräftig hochgelaufen und letztendlich bei 15.973 Punkten mit dieser bullischen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Wie gesagt, auch über dem 50er EMA, womit ein weiteres Stärkesignal generiert wurde. Long- und Short-Bereiche werde ich daher für den heutigen Mittwoch zunächst nicht nennen, eventuell nachtragen, je nach Handelsverlauf, und erst einmal abwarten, wie sich der DAX dann weiterentwickelt und ob die Aufwärtsdynamik dann direkt weiter beibehalten werden kann. Gut, und damit wären wir dann auch erstmal wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Mittwoch. Ich melde mich dann wieder am morgigen Donnerstag mit dem ING Markets Morning Call. Wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Trading und bis morgen.